Servus, paar Worte zu mir. Mein Name ist Stanislas Paczynski. Ich bin vom Beruf her Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Mein zweiter Beruf war Nachhaltigkeitsmanager, also Manager für nachhaltige Entwicklung. Und ich bin seit 2 Jahren schon dabei, über 2 Jahre bin ich schon dabei bei dem Projekt. Und ja, als Muttersprachler kann ich so die besseren News bringen, also besser übersetzt. So, fangen wir mal an. So, die heutigen Themenbereiche wären, ich erzähle ganz kurz über die Skyway-Technologie, aber nur wirklich in ein paar Worten. Dann fangen wir an mit dem Jahresrückblick für 2018. Danach kommen die News, die in den letzten 3 Wochen gekommen sind. Also das waren auch nicht allzu viele, weil ja auch Jahreswechsel dazwischen war. Und dann können wir auch eine Frage- und Antwortrunde starten. Die Skyway-Technologie. Ja, heute ganz kurz, wenn da aber Fragen entstehen, wenn da jemand dabei ist, der die Technologie noch nicht so kennt, dann können wir nach der Veranstaltung nochmal vielleicht tiefer da einsteigen. Zu dem Erfinder, Anatolij Eduardowitsch Chenitskij heißt der Erfinder der Technologie, der ist zurzeit schon sehr bekannt, nicht nur in Russland, sondern überall auf der Welt. Er hat sehr viele Erfindungen auf die Welt gebracht, hat viele Patente, der ist Mitglied bei einigen Organisationen, technischen und wissenschaftlichen. Und der ist eben der Erfinder und der Generaldirektor von dem Unternehmen Skyway Technologies, CEO. Seine Idee hat er 1978 bekommen, also vor rund 40 Jahren. Und seitdem entwickelt er seine Idee. Und ab 2014 hat es angefangen mit der Vollfinanzierungsaktion, also ab dem Zeitpunkt. Und okay, ja. Ab dem Zeitpunkt war die Vollfinanzierungsfunktion und wir sind jetzt gerade mittendrin dabei. Wir sehen hier auch was wir schon haben. Wir haben schon Fertigungshallen aufgebaut. Wir bauen unser wichtigstes Objekt ist das Ökotechnopark. Das ist das Testgelände für unsere Module, also für unser neuartiges Transportsystem. Ja. Komisch, komisch. Warte, ich weiß nicht, ob ich überhaupt die richtige Folie da habe. Doch, doch, das ist die richtige. Wunderbar. Okay. Okay, zu der Erfindung an sich, ganz kurz gesagt, Skyway-Transportsystem ist ein Mittelding zwischen einem Flugzeug und einem Fahrzeug, Landfahrzeug. Und das eliminiert eben die Nachteile vom Flugzeug. Der größte Nachteil vom Flugzeug ist, dass man Auftrieb aufbringen muss, um die Gravitation entgegenzuwirken. Und der größte Nachteil bei dem Landfahrzeug ist, dass man sehr großen Luftwiderstand hat. Wegen den Turbulenzen in dem Bereich unterhalb von dem Fahrzeug. Und diese beiden Nachteile haben wir nicht unserem Skyway Modul. Das heißt, wir brauchen sehr viel weniger Energie als ein Flugzeug oder ein Fahrzeug. Ja, Anatolij Unitskij hat einige Verbesserungen in dem eigentlichen Konzept, ja, traditionellen Konzept von Fahrzeugen gebracht. Und zwar war das die Verbesserung vor allem in dem Rollwiderstand und der Luftwiderstand. Bei dem Rollwiderstand kann man sagen, also Skyway ist auch ein Schienenfahrzeug. Und deswegen vergleichen wir hier das mit den normalen Eisenbahn oder normalen Schienenfahrzeugen. Wir sehen hier oben ist ein Bildchen. Weiß nicht, wie ich das zeigen kann. Also da vielleicht, ja. So, da sieht man ja das Bild. So sieht das aus bei der normalen Eisenbahn. Wir haben kegeliges Rad, das auf eine halbrunden Schiene abrollt. Deswegen haben wir nur eine Punktbelastung. Also das drückt sich nur auf einen Punkt. In diesem Punkt gibt es sehr große
Spannungen, das gibt Abrieb, man muss die Schiene ständig nachschleifen. Ja, es gibt auch diese Geräusche, ja, weil da das kegeliges Rad ist, was eigentlich versucht, sich im Kreise zu drehen. Bei Skyway haben wir ein zylindrisches Rad, was auf einer flachen Schiene abrollt. Das heißt, wir haben Linienbelastung. Also wir haben der Druck verteilt sich auf einer Linie und wird natürlich viel kleiner, als wenn man den auf einen Punkt einbringt. Deswegen muss man die Schiene nicht nachschleifen. Die Schiene bleibt langfristig so erhalten. Die rostet auch nicht wegen anderen Dingen, die man auch reingebracht hat. Das erzähle ich ganz kurz später was dazu. Wir sehen hier auch noch das Seitenrad. Das sieht man auch hier. Das ist sogenanntes Entgleisungsschutzrad. Das ist Ersatz von diesem Spurkranz, was auch zusätzliche Reibung macht bei normalen Schienenfahrzeugen. Und zum Luftwiderstand kann man sagen, dass Anatoly Junitski hat über 20 Jahre daran geforscht und herausgefunden, dass ein Fahrzeug, was auf einer Ebene fährt, um bis zu vierfach mehr Widerstand bringt hier, als genau dasselbe Fahrzeug, welches sagen wir, auf ganz schlanken Bahn fahren würde, die überhaupt keinen Bodeneffekt erzeugt. Ja, man sieht hier die Aufnahmen von vielen Jahren, die gemacht wurden mit dem Windkanalversuchen, und das ist die allerletzte Aufnahme. Das ist der sogenannte Unilöt, der Stolz von Skyway. Ist das Hochgeschwindigkeitsmodul, welches bis 500 km/h fahren kann und eine einzigartige Luftwiderstandskoeffizient hat. Da sieht man die Schienenarten, die man so erfunden hat. Na, es gibt eine halbstarre Schiene, da gibt es ein Foto dazu. Es gibt die flexible Schiene. Bei der flexiblen Schiene kann man sehr große Stützenweiten installieren, bis zu 5 oder sogar 7 Kilometer kann die Stützenweite sein. Also zwischen zwei Punkten kann man frei bis zu 7 Kilometer so eine Schiene aufhängen, und auf diese Schiene kann man immer noch mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 Kilometer pro Stunde, 150 Kilometer pro Stunde fahren. Und das ist die sogenannte starre Schiene. Die starre Schiene ist gedacht für schwere Fahrzeuge oder für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, die eine sehr exakte Geradheit dann brauchen. Ja, hier jeweils die Fotos dazu. Auf der starren Schiene können übrigens gleichzeitig drei Fahrzeuge fahren. Oben ein aufgesetztes Fahrzeug und zwei abgehängte unten. Hier die allerneueste Entwicklung in der Schienentechnik von Skyway. Das ist die superleichte Schiene von Skyway. Man sieht hier einen Unterschied, weil das schaut so aus, diese Schiene. Hier sieht man die, ja. Die sieht ja so aus wie bei einer Seilbahn. Aber hier habe ich so zwei Skizzen gemacht. Da sieht man den Unterschied zwischen einer Seilbahn und einer superleichten Schiene von Skyway. Bei einer Seilbahn fährt, also da oben, das ist das, da habe ich damit so das Rad halt angedeutet. Ja, wenn das Rad auf einem Seil abrollt, dann bewegt er sich streng genommen nur auf diesen drei Punkten, wo er diese einzelnen Drähte berührt. Bei Skyway hat man dieses Seil in ein Rohr, ein Endlosrohr versteckt. Das heißt, wir haben hier wieder diese Linienlast. Das Rad rollt auf einer ganzen langen Fläche ab, und deswegen gibt es kaum Abrieb, und man kann auch sehr hohe Geschwindigkeiten fahren, und man muss diese Bahnkonstruktion nicht ständig austauschen, wie es bei der Seilbahn der Fall ist. Ja, die Seilbahn muss man alle ungefähr 8 Jahre, muss man das Seil austauschen, weil das ja abreibt. Auf dieser Schiene kann man übrigens auch bis zu 150 km/h fahren. Bei Seilbahn ist Geschwindigkeit bis ca. 35 km/h möglich. Hier sieht man die Auswahl von den Fahrzeugen, die man schon gebaut hat. Ja, die ersten Fahrzeuge waren die beiden. Oben links, die hat man schon 2016 bei der InnoTrans in Berlin ausgestellt. Ja, das sind das Frachtmodule, da sind noch zwei schienige Fahrzeuge, das ist dieser Unilöt und so weiter. Ja.
für verschiedene Anforderungen. Hier sieht man die Vorteile der Skyway-Technologie. Der erste und wichtigste Vorteil ist die Verkehrssicherheit. Man weiß, heutzutage sterben auf den Straßen jährlich über 1,2 Millionen Menschen. Das ist ja wie ein kleiner Krieg, was so vorgeht. Ja, und mit der Verkehrssicherheit von Skyway kann man diese Zahl auf fast null bringen. Ja. Weil wir keine Kollisionsgefahr haben, wir sind autark. Ja, wir sind vollautomatisch. Unsere Fahrzeuge sind vollautomatisch gesteuert. Das heißt, der menschliche Fehler ist ausgeschlossen. Ja. Und wir haben eine hohe Resistenz gegen Extrembedingungen wie Überschwemmungen, Stürmen, Erdbeben, Terror. Ja, zweiter Vorteil ist die Umweltfreundlichkeit. Das hängt damit zusammen, dass unsere Schiene, die verbraucht viel weniger Material als zum Beispiel jede andere Transportart, als Straße oder Eisenbahn. Ja, verbrauchen viel weniger Material und außerdem verbrauchen wir bei der Fahrt viel weniger Energie wegen Vermeidung des Bodeneffekts. Ja, deswegen ist das Ganze umweltfreundlich. Wir verbauen nicht so viel Land. Wir verbauen nur ein Hundertstel von dem Land, was man normalerweise für eine Autobahn verbrauchen würde, mit derselben Durchsatzkapazität. Dritter Vorteil ist der Fahrkomfort. Komfort ist viel besser als selbst beim Flugverkehr, was heute als der komfortabelste gilt. Ja, also es gibt eine bestimmte Formel, nach der Formel kann man das Fahrkomfort berechnen und das ist eben bei Skyway besser als bei Flugverkehr. Und außerdem haben wir hohe Geschwindigkeiten und Verfügbarkeit. Das hängt wieder damit zusammen, dass das Ganze automatisch gesteuert ist. Wenn man in eine Station kommt, dann erkennt das Fahrzeug kommt sofort zu dem Kunden und die Fahrt kann sofort losgehen. 24 Stunden, 7 Tage der Woche. So, hier nochmal Übersicht von den Vorteilen von Skyway im Vergleich zu den anderen Landfahrzeugen, wie das ist Magnetschwebebahn, das ist Monorail, Kfz-Verkehr, normale Eisenbahn und Skyway. Und man sieht in den Sachen Errichtungskosten, Betriebskosten, Umweltbelastung und Unfallgefahr schneidet Skyway immer deutlich besser ab als die anderen Arten. Dazu könnte man noch hinzufügen, auch Transportvermögen. Es ist viel, viel, viel mehr als bei anderen Arten, weil es auch eben automatisch gesteuert ist und man kann die Fahrzeuge mit einer sehr kurzen Taktung nacheinander schicken. Also alle 2 Sekunden kann so ein voller Bus auf so einer Schiene fahren. Hier sieht man weitere Bestandteile der Skyway-Technologie. Also es geht nicht nur um die Schienen und Fahrzeuge. Wir bauen auch eigene Elektromotoren. Wir bauen auch eigene Batterien, Akkumulatoren. Ja, also so fast alles, was so in so einem Modul steckt, ist aus eigener Herstellung von Skyway. Ja, hier sieht man eine Drohne. Mit den Drohnen werden diese Stützen aufgebaut, weil die werden ja mitten in der Pampa aufgestellt. Und man kommt ja mit normalen Fahrzeugen da nicht dran, deswegen wird das von oben alles installiert. Und damit dieser Hubschrauber mehr Tragfähigkeit hat, hat man den umgebaut zu einer Drohne. Die wird also unbemannt, die wird von außen gesteuert. Damit spart man das Gewicht von dem Pilot und von den ganzen Kontrollsteuerungssystemen. Und wir haben eigene Blockchain-Technologie, die dazu da ist, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Hier sieht man nochmal kurz die Komponenten von so einem Skyway-Modul. Die ganze Mechanik, die befindet sich da in dem oberen Bereich bei abgehängtem Modul. Und man sieht, da ist eigentlich nicht viel drin. Das Ganze ist sehr übersichtlich. Da sind 4 Radmotoren, also an jedem Rad ist ein Motor. Da sind ein paar Batterien, paar Umrichter und Steuerungskontrollsysteme, also ganze computergesteuerte Systeme sind drin und viel mehr
ist da nicht drin, ja. Also ist sehr einfach aufgebaut und deswegen auch günstig im Aufbau. Übrigens, dadurch, dass die Fahrzeuge keine Unfallgefahr haben, kann man auch die Karosserie sehr leicht bauen, ja. Also keine Aluminium, sondern das Ganze ist aus Plastik und Plexiglas, durchsichtig. Hier auf der Seite sieht man eine kleine Auswahl von den ganzen Zertifikaten, Auszeichnungen, Patenten und so weiter, was unser Unternehmen schon erlangt hat. So, jetzt kommen wir zum Jahresrückblick für 2018. Ja, im Verlauf des gesamten Jahres 2018 liefen die Arbeiten im Ökotechnopark weiter und in den Konstruktionsbüros von Skyway. Die Technologie wurde sukzessive weiterentwickelt und optimiert. Da waren viele Messen, Konferenzen, Delegationen, Zertifikate, neue Produkte, Testfahrten, Integration der Blockchain-Technologie. Ups. Was? Ja. Ja, und übrigens auch der Baubeginn von dem Innovationszentrum im Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist unsere größte Errungenschaft des Jahres. All das war im Jahre 2018. Das Jahr war also sehr intensiv und ja, ereignisreich. Ja, es ist so viel passiert, dass ich mir wirklich die Mühe gemacht habe, da was auszuwählen, was wirklich das Wichtigste ist, ne? Und das Ganze knapp zusammenzufassen. Ja, fangen wir also an. Im Januar, was hatten wir im Januar? Gleich Anfang Januar hielt Kirill Badulin, das ist der Leiter der Abteilung für die lokalen Projekte, eine Präsentation auf der großen Konferenz in Thailand, auf dem thailändischen Investitionsforum. Die Präsentation stieß auf große Resonanz im Fachpublikum. Ja, zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Projekts hat das Unternehmen Skyway in den Konstruktionsbüros und in der Fertigung Elemente der Industrie 2.1 integriert. Zuvor, im Laufe eines Jahres, hat ein Expertenteam unseres Unternehmens an dem Übergang auf das System 3D Experience von der Firma Dassault System gearbeitet, welches diese Industrie 4.0 beinhaltet. Dank dieses System ist es möglich, schnell und effektiv Konstruktionsprojekte einzuleiten und zu entwickeln, technische Dokumentation zu erstellen, ja, Datenmanagement zu betreiben. Man kann Konstruktion, Analyse, Simulation, all das auf einer Plattform machen. Das ist alles sehr praktisch und erspart sehr viel Zeit. Ja, und deswegen war es möglich, die Arbeit von dem Fachpersonal zu beschleunigen und zu vereinfachen. Zudem hat das Nachrichtendienst von Skyway einige Videos von der Messe oder Ausstellung Transport von Russland veröffentlicht, welche schon im Dezember 2017 stattgefunden hat. Ja, das waren viele hochrangige Gäste dabei, wie Premier von Russland Dmitri Medvedev, das ist der ehemalige Präsident, da sieht man den übrigens, der schaut sich gerade dieses Video an, was wir uns auch gerade angeguckt haben. Ja. Ups. So. So. Zu viel jetzt. Okay. Im Februar gab es zwei wichtige Ereignisse. Einführung der Blockchain-Technologie. Hintergrund ist, dass die Entwicklung des globalen Transportnetzes die Einführung des einheitlichen Informationssystems voraussetzt, welches eine große Menge sensible Informationen übertragen wird und daher entsprechend gesichert werden muss. Die Blockchain-Technologie gilt als die sicherste Technologie für die Datenspeicherung und Datenübertragung, die heute bekannt ist. Und zweites Ereignis war der Rod Hook, der ehemalige Transportminister von Südaustralien und einer der wichtigen strategischen Partner von Skyway, war wieder zu Gast bei Skyway und diesmal
war mit einem Bericht über geleistete Arbeit in Australien dabei und mit den Plänen für die nächste Zeit. Ansonsten war es im Februar, gab es im Februar viele Veröffentlichungen über die Technik von Skyway. März. Im Zuge der Entwicklung des Frachttransportsystems hat man im Ökotechnopark unterschiedliche Tests gefahren und das System sukzessive verbessert. Im März hat man die Abnahmetests und Inbetriebnahme des Unit-Trucks gemacht, eines Transportmoduls für Schutt- und Flüssiggüter des Frachtkomplexes. Außerdem haben wir einen Qualitätsmanagement-Zertifikat bekommen, gemäß der Norm ISO 9001, Revision 2015, der besagt, dass das Unternehmen den in den Normen gestellten Anforderungen an die Qualität der Produkte genügt. Diese Zertifizierung ist eine über ein Jahr intensive Arbeit vorausgegangen. Das Zertifikat wurde von der weißrussischen Filiale von TÜV Thüringen ausgestellt. So. Warte, was? Also ja, noch zu der RailwayTech Indonesia 2018. Ja. Die Skyway-Technologie wurde in der Zeit von 22. bis 24. März auf der internationalen Messe in Jakarta, Indonesien, ausgestellt. Der Stand von Skyway hat für große Aufmerksamkeit bei Fachpublikum gesorgt und war einer der meistbesuchten Stände auf der Messe. Der Stand wurde von unserem Unternehmen zusammen mit den indonesischen Partnern auf die Bedürfnisse der Region abgestimmt und demonstrierte die Möglichkeit der flexiblen Integration der Skyway-Technologie in eine bestehende Stadt- bzw. Hafeninfrastruktur. Außerdem war im März von 22. bis, oder besser gesagt von 12. bis 14. März ein Empfang einer Delegation aus Kasachstan. Aus Kasachstan, Almaty. Die Delegation bestand aus Vertretern der staatlichen Instanzen sowie Privatunternehmen, die an einer Kooperation mit Skyway interessiert sind. Und in der Zeit zwischen 14. und 15. März war im Ökotechnopark eine Delegation aus den politischen und Wirtschaftskreisen von San Marino, Italien, inklusive des Staatssekretärs der Republik San Marino, Minister für Umweltschutz und Tourismus Augusto Michelotti. Außerdem, Skyway ist in den Internationalen Bund für öffentlichen Verkehr, UITP, beigetreten. Die Kooperation mit diesem Bund eröffnet einen Zugang zu qualifizierten Expertise im Bereich öffentliches Verkehr. April. So. Ja, überhaupt damit fangen wir an. April war wirklich überfüllt mit vielen wichtigen Ereignissen, die letztendlich einen Quantensprung in der Entwicklung des Unternehmens bewirkt haben. Unser Unternehmen nahm an der zweiten internationalen Messe Future Cities Show 2018 teil, die in der Zeit von 9. bis 11. April in Dubai stattgefunden hat. Das Hauptthema der Messe war in diesem Jahr Transporttechnologien und Infrastrukturlösungen, die die äußere Erscheinung der modernen Städte verändern und ihre nachhaltige Entwicklung in Zukunft sichern. Future Cities Show 2018 ist eine der weltweit größten Veranstaltungen im Bereich der Innovationen und Zukunftstechnologien. Die Teilnahme des Unternehmens an der Veranstaltung hat uns die letzten Striche für die Auftragserteilung in Vereinigten Arabischen Emiraten beschert. Baubeginn war im September. Veröffentlicht wurde das Ganze im November und ich komme nochmal darauf zurück, wenn wir über Herbst 2018 sprechen. Das ist irgendwie das falsche Dokument. Das ist. Das ist doch das falsche Dokument. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Okay.
Ich glaube, ich muss da ganz schnell noch was hinzufügen und hoffe, dass das funktioniert irgendwie. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich muss das wohl nochmal machen. Weil das ist dieses Dokument, das ist einfach nicht aktuell, das ist von vorgestern. Das ist noch nicht voll. Da ganz schnell nochmal öffnen. So, das ist das Richtige. Wir hatten nämlich Probleme mit dem Upload und deswegen haben wir rumversucht und anscheinend habe ich letztendlich dann das falsche Dokument reingeholt. Aber das kriegen wir schnell hin. Wir drücken. So. So. Ja, das ist gerade dabei zu drucken, aber ich erzähle mal einfach weiter. Machen wir ohne Bilder weiter. Ich glaube, das ist besser so, als wenn wir ganz in Stille sitzen. Also, ich mache weiter. Am 12. April fand im Amt für Bau und Architektur der Republik Belarus eine Zeremonie der Nomination der Gewinner des Wettbewerbs für die beste Errungenschaft des Jahres in der Baubranche statt. So, ja, ich muss nochmal speichern. So. Vertreten waren die Geschäftsführer der teilnehmenden Unternehmer, Regierungsmitglieder und Vertreter des Weißrussischen Gewerkschaft für Bau. Die Gewinner des Wettbewerbs haben wohlverdiente Auszeichnungen und Preise bekommen. Und die Nomination war in den Bereichen Organisation des Jahres, Unternehmer des Jahres, Exporteur des Jahres, Technologie, Objekt, Produkt des Jahres sowie Errungenschaften im Bereich Energieeffizienz und bauliche Entwicklung. So. An der Nomination nahmen 124 Organisationen und 6 Bildungseinrichtungen der Baubranchen teil. Die Leitung der Unternehmensgruppe Skyway hat die Entscheidung getroffen, dieses Jahr an dem Wettbewerb mitzumachen. Und denn es bot eine gute Gelegenheit, medienwirksam über Errungenschaften des Unternehmens zu berichten. Die Ergebnisse des Wettbewerbs haben gezeigt, dass diese Entscheidung richtig war. Das Unternehmen Skyway wurde als Gewinner in der Kategorie Technologie des Jahres nominiert. Und der Hauptauftraggeber des Unternehmens, also die Baufirma Monobuild, bekam den Preis für das Objekt des Jahres, nämlich den Ökotechnopark, für seine absolute Einzigartigkeit, nicht nur für Weißrussland, sondern für die gesamte Welt. So, ich tue mal schnell jetzt nochmal hochladen. Das Dokument und ich hoffe, das geht dann schnell. So. Ja, jetzt kommt irgendwas. Okay, machen wir weiter. Ja, der Gewinn in diesem Wettbewerb ist ein wichtiger Schritt in der Geschichte des Unternehmens. Das ist die Anerkennung der Arbeit und der Erfolge von hunderten Mitarbeitern von Skyway. Und ja, die Anerkennung seitens der führenden Organisationen in der Architektur- und Baubranche sowie seitens der Experten der Herstellung moderner Materialien ist um Dimensionen wichtiger als diese Kritik, die wir überall in dem Internet hören, seitens der gekauften Trolle, die eigentlich nichts vom Fach verstehen. Hier sehen wir, dass da wirkliche Fachleute die Technologie akzeptieren und anerkennen. Weiter auf der Aufstellung Made in Belarus in Kiew hat unser Unternehmen ein 1 zu 10 Modell des Transportsystems ausgestellt und den Besuchern präsentiert. Unseren Stand haben viele, zum Teil offizielle Gäste besucht, unter anderem Botschafter der Ukraine in Weißrussland, Igor Kizim, Berater des weißrussischen Botschafters in der Ukraine, Alexander Gavrisch, als auch Vertreter der lokalen TV- und Druckmedien.
Ende April hat eine Delegation aus Jekaterinburg den Ökotechnopark, die Konstruktionsbüros und die Produktionshallen von Skyway besucht. An der Delegation hat unter anderem Jewgeni Archipow, der Vizepräsident des Amtes für bauliche Gestaltung, Transport und Umweltschutz der drittgrößten russischen Stadt Jekaterinburg, teilgenommen. In April veröffentlichte Skyway das Konzept von dem neuen abgehängten B-Rail-Transportmittel für den Frachttransportkomplex mit dem Namen Unicont. B-Rail heißt einfach nur zweischienig, ja, auf zwei Schienen fahrend. Das Modell heißt U492 und ist für den Transport von den 20 Fuß und 40 Fuß Seekontainern konzipiert. Und zwar speziell für Transportzwecke von Seekontainern, die an die Anforderungen der Länder im Nahen Osten und in der asiatisch-pazifischen Region angepasst sind. Diese wichtigen Ereignisse im Bereich der internationalen Entwicklung des Projekts Skyway erlaubten der Leitung des Unternehmens eine Entscheidung über den Übergang von der 10. Etappe direkt auf die 12. Entwicklungsetappe zu treffen. Der Etappenwechsel fand am 25. April 2018 statt. Insgesamt haben wir ja 15 Entwicklungsetappen, bis wir wirklich marktreif sind. So, jetzt lädt irgendwas. Ja. Mal kurz hier was. Schauen wir mal. Okay. So, jetzt kommen wir zum Mai. Nein, das ist das alte, okay. Mai. Im Mai gab es ebenfalls wichtige Ereignisse, die in die Geschichte von Skyway eingehen werden. Den Ökotechnopark haben Delegationen aus Lettland, Slowakei, Estland, Belgien, Ungarn, Polen und Österreich besucht. Außerdem hat Skyway die Übereinstimmung von den 14-Personen Monorail Unibus den technischen Anforderungen der Zollunion zwischen Russland, Weißrussland und Kasachstan deklariert. Also man hat quasi gesagt, wir sind dabei, wir können bauen, also wir stimmen überein mit den ganzen Normen für den Nahverkehr und für den Verkehr, ja, Personenverkehr. Außerdem wurde das Fahrgestell von dem BRL Unibus U422 erfolgreich die Lauftests bestanden. Okay, delete noch. Okay. Außerdem im Mai. Die Unternehmensleitung von Skyway hat einen Antrag für die Aufnahme des Trinktransports Transportsysteme in das Gesetz über den Straßenverkehr von Weißrussland gestellt. Anatoly Junitsky persönlich reichte den Antrag ein, wo die Fahrzeuge der zweiten Ebene, speziell die vollautomatischen Fahrzeuge, auf vorgespannten Beistrukturen beschrieben sind. Außerdem ein Expertenteam von Skyway besuchte die Ausstellung Elektrotrans 2018 in Moskau, eine Ausstellung der Produkte und Technologien für Elektromobilität im Stadtverkehr und für Untergrundbahnen. Im Rahmen der Ausstellung fand ein Seminar statt, im Laufe dessen die Rahmenbedingungen für die nachhaltige Entwicklung der bestehenden Technologien der E-Mobilität sowie die Integration der neuartigen Systeme, unter anderem Stringtransportsysteme, in den Stadtverkehr Russlands diskutiert wurde. Juni. Ja, schade. Ja, das ist so lange lädt. Ist wirklich schade. Habe ich dann die Präsentation umsonst gemacht. Wir sind ja schon ein halbes Jahr. Ja. Juni. Im Juni wurden die Tests von den neuen Fahrzeugtypen von Skyway vorgeführt. Diesmal war es ein dreiteiliger Unicar, der für die Lauftests auf der starren Bahnstruktur vorbereitet und anschließend getestet wurde. Wenn das jemand noch nicht kennt, Unicar ist ein modular aufgebautes Schienenfahrzeug mit 6 Sitzplätzen pro Modul. Die Anzahl der Module kann man relativ einfach verändern, um das Verkehrsmittel den aktuellen Bedarf anzupassen.
aufpassen. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km pro Stunde. Mit dem Unicar-Konzept können 50.000 Menschen pro Stunde auf einer Schiene transportiert werden. Dann muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Eine Schiene, die hat einen Querschnitt so 20 mal 20 Zentimeter, und auf dieser Schiene können pro Stunde 50.000 Menschen transportiert werden. Weil man ja so kleine Tacken hat. Alle paar Sekunden kann ein voller Unicar da auf dieser Schiene fahren. Zum ersten Mal wurde der Unicar 2017 der Weltöffentlichkeit präsentiert auf der Messe Transport und Logistik in Minsk. Okay. Weiter. Der eigenentwickelte Prüfstand für Radmotoren wurde fertiggestellt und in Betrieb genommen. Der Stand ist dazu da, die Belastungsgrenzen der Radmotoren herauszufinden und den Motor konstruktiv zu optimieren. Die Umwelteinflüsse, die bei einer Fahrt auftreten können, werden in den Laborbedingungen nachgebildet. Das heißt, zyklische Belastung bei funktionierenden Elementen und das Performance der Motoren überprüfen und mit Rechenergebnissen verglichen. Mit diesem Aufbau, mit diesem Prüfstand kann man wirklich die Radmotoren von Skyway so weit optimieren, dass sie wirklich die beste Leistung bei dem kleinsten Gewicht bringen. Und deswegen ist es ja auch vom Vorteil, dass man eigenentwickelte Motoren dann verwendet, die wirklich nur so viel tragen können, wie wirklich ankommen kann. Ja. Die sind nicht überdimensioniert. Juli. Vom 2. bis 3. Juli fand in Astana, das ist in Kasachstan, ein Forum der Bürgermeister der Städte statt, die auf der historischen Seidenstraße liegen. An dem Forum haben auch Vertreter der Firma Skyway teilgenommen. Außerdem waren viele Bürgermeister, Gouverneure der Staaten der Seidenstraße, Fachexperten, Geschäftsleute, Vertreter diverser Institute und Non-Profit-Organisationen als auch Massenmedien anwesend. Das Programm des Forums enthielt über 20 unterschiedliche Veranstaltungen, ein Plenum für alle Beteiligten, runder Tisch für die Bürgermeister der Seidenstraßenländer, eine Blockchain-Konferenz und viel mehr. Das Hauptthema der Veranstaltung war intelligente Technologien und Systeme, die das qualitative Wachstum von modernen Metropolen stimulieren können. Weiterhin, im Ökotechnopark wurden die Abnahmetests von dem B-Rail Unibus U4 220T2 durchgeführt. Im Laufe der Tests wurden die Simulations- und Rechenergebnisse bestätigt. Der B-Rail Unibus U4 220T2 hat eine Kapazität von 48 Passagieren, bewegt sich auf zwei Schienen und besteht auf zwei Modulen. Er ist für ununterbrochene Strecken, also für Kreisverkehrsstrecken gedacht. Die Transportkapazität von dem B-Rail Unibus System beträgt bis zu 170.000 Passagiere pro Stunde. Das ist pro Tag sind das ungefähr 4 Millionen. Kann man Berlin wegtransportieren auf so einer Schiene pro Tag. Maximale Geschwindigkeit beträgt 150 km pro Stunde. Ja, das ist ja zum Mäusemelken, der lädt ja immer noch. Unglaublich. 16 Megabyte. Das verstehe ich einfach nicht. Okay. Skyway nimmt an dem 3. internationalen Transportkongress und Ausstellung SITKE in Singapur teil. Die Veranstaltung wurde von dem Amt für überirdischen Transport von Singapur und dem Internationalen Verband für öffentliches Verkehrswesen organisiert. An der Veranstaltung nahmen etwa 100 Aussteller aus 25 Ländern teil. Unter den Besuchern des Skyway-Stands waren unter anderem der Transportminister von Singapur, Repräsentanten des indischen Bundesstaates Andhra Pradesh
wo aktuell eine Innovationsmetropole am Mabrati aufgebaut wird, als auch Regierungsmitglieder von Bahrain, eine Delegation aus Verband Südostasiatischer Nationen sowie offizielle Vertreter einiger Großunternehmen von Südkorea, Singapur und Thailand. Außerdem waren im Juli einige Delegationen im Ecotechnopark. Innerhalb von wenigen Wochen haben mehrere Delegationen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den Ecotechnopark besucht. Die letzten Delegationen waren Vertreter verschiedener Businessorganisationen aus den Golfstaaten sowie Vertreter der amerikanischen Universität in Sharjah. Die Anreihung der Besuche von den Partnern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Teil der internationalen Entwicklungsstrategie von Skyway. Also das ist mir jetzt schon irgendwie ganz merkwürdig, dass es so lange lädt. Vielleicht versuche ich das noch einmal. So. Tun wir das mal wieder rauswerfen und versuche ich es noch einmal. Wirklich schade, dass es so gekommen ist. Am 24. Juli besuchte Frau Sangeeta Bahadur, der Generalkonsul von Indien in Weißrussland, den Ökotechnopark. Die Visite zum Demonstrationsgelände von Skyway war eine der ersten ihren offiziellen Handlungen nach dem Amtsantritt, mit dem Ziel, die Stärkung der Beziehungen zwischen Weißrussland und Indien. Außerdem haben Vertreter des peruanischen Projekts Nova Lima, inklusive des Präsidenten des Projektes Claudio Alexandro Sola Soares, einen Besuch im Ecotechnopark abgestattet. Das Ziel des Projekts Nova Lima ist die Errichtung einer zukunftsträchtigen ökologischen Hightech-Stadt in 120 Kilometer Entfernung von der peruanischen Hauptstadt Lima. Das Trinktransportsystem wird als ein Teil des Projekts betrachtet. August. Der letzte Sommermonat beschert uns eine Präsentation von gleich drei neuen Transportmodulen von Skyway und die Durchführung einer Veranstaltung von nie dagewesenen Maßstäben für 5000 Menschen, der Ökofest. Das Ökofest ist eine jährliche Veranstaltung, die Investoren und Interessenten der Stringtechnologie aus aller Welt versammelt. Es ist ein Tag der offenen Türen. Dabei gibt es eine Menge zu entdecken und zu betrachten. Es gibt natürlich auch Berichte über die im letzten Jahr geleistete Arbeit und Pläne für das nächste Jahr. Die Hauptaufgabe der Veranstaltung ist die Demonstration des möglichen harmonischen Miteinanders zwischen Technik und Umwelt. Denn das Trinktransportsystem wird im Rahmen eines innovativen Einsatzes entwickelt, der auf den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Umweltfreundlichkeit und der Hocheffizienz basiert. Dieses Jahr haben 45.000 Menschen das Geschehen auf dem Ökofest verfolgt. 5.000 davon haben einen persönlichen Besuch abgestattet und über 40.000 haben die Geschehnisse des Festes online verfolgt. 2.000 Besucher oder sogar mehr, 2.100, haben eine Probefahrt auf den Unibussen und dem Unicar gemacht. Das war die größte Probefahrt in der Geschichte von Ökotechnopark und wahrscheinlich in der gesamten Geschichte der Menschheit. Ja, und die drei Module, die da vorgestellt wurden, das war zum ersten das Univind. Das ist dieses super leichtes, abgehängtes Monorail-Modul mit geringer Kapazität für nur zwei Personen für Stadt- und Regionalverkehr auf einer flexiblen, super leichten Bahn. Das zweite Modul war das Unimobil. Das ist ein soziales E-Mobil für Personen mit eingeschränktem Gehvermögen. Die Steuerung des Fahrzeuges kann direkt aus dem Rollstuhl erfolgen. Das ist eigentlich ein Elektroauto, was für Rollstuhl
Fahrer konzipiert ist. Man fährt da einfach rein, man braucht nicht umsteigen. Und das dritte Modul war das Unitrans, ein Frachtkomplex mit automatischer Be- und Entladung für Schüttgüter, der zwei Konstruktionen in sich vereint. Das Fließband, sogenanntes Unitrans, und einzelne Frachtmodule, die Unitracks. September. Auf der internationalen Transportmesse InnoTrans 2018, die in der Zeit zwischen 18. und 21. September in Berlin stattfand, wurde zum ersten Mal der Höchstgeschwindigkeits-Unibus, einer der neuen Transportmodule von Skyway, der Weltöffentlichkeit präsentiert. Die Neuheit ist ein Modul mit Sitzplätzen für 6 Passagiere und hat einzigartige aerodynamische Eigenschaften, die nah an der theoretischen Grenze liegen. Denn der Luftwiderstandskoeffizient des Hochgeschwindigkeits-Unibuses beträgt nur 0,06. Verglichen dazu sind die besten Kraftfahrzeuge haben den Widerstandskoeffizient von ungefähr 0,25. Das ist ungefähr vierfach schlechter als unser Unibus. Energieverbrauch bei diesem Unibus beträgt ungefähr 1 Liter pro 100 Kilometer und pro Passagier bei einer Geschwindigkeit von 500 km/h. Und das muss man sich auch vorstellen. Ja, wenn man zu sechs in so einem Unibus fährt, dann benötigt man nur 6 Liter Kraft. Eigentlich ist es Elektrizität, ja, aber äquivalent zu 6 Liter Kraftstoff, um 100 Kilometer zu fahren in der Zeit von 12 Minuten. Ja. Außerdem auf der Fachmesse INVA Expo, Gesellschaft für alle, die in der Zeit 12. bis 14. September in Moskau stattfand, wurde noch eine Neuheit präsentiert. Das ist dieses E-Mobil für Menschen mit Gehbehinderungen. Weil auf dem Ecofest hat man eigentlich nur das Modell ausgestellt. Ja, und die Rollstühle dazu. Anscheinend das fertige Fahrzeug war wahrscheinlich schon auf dem Weg zur Messe. Dieser Fahrzeug hat also den Namen Unimobil bekommen und wurde schon auf dem Ecofest angekündigt. Der Anatoly Junitski hat erzählt, dass er schon vor einiger Zeit den gehbehinderten Investoren und Unterstützern des Projekts dieses Fahrzeug versprochen hat. Und nun ist eben die Zeit gekommen, die Versprechung einzuhalten. Das Fahrzeug ist nun serienreif. Das Unimobil ist so designt, dass keine Hindernisse in der Mobilität des Menschen auf dem Rollstuhl entstehen. Ja, die Neuheit ähnelt kaum den herkömmlichen Autos, weil es eben genau auf die Bedürfnisse von den Menschen konzipiert wurde. Also da ist nichts typisch. Weder die Gesamtlenke von dem Fahrzeug noch die Türen. Also das wird von hinten. Ja, es ist eine Hintertür. Ja, und schade, dass ich das nicht zeigen kann. Da ist irgendwas faul. Das kann nicht sein, dass 16 Megabyte eine halbe Stunde geladen werden. Das ist irgendwas faul. Schade, schade. Oktober. Zwei wichtige Ereignisse gab es im Oktober. Zum einen war im Oktober der dritte Jahrestag der Grundsteinlegung im Ökotechnopark Skyway. Besser gesagt war es ein Zeichen des nullten Kilometers. Ja, so heißt das Ding. Das war der erste Schritt zur Erschaffung eines prinzipiell neuen, sicheren, effizienten und wirtschaftlichen Verkehrsnetzes. Seit dem Tag haben wir eine lange Reise hinter sich. Der Ökotechnopark wurde in Betrieb genommen, es wurde die Produktion auf die Beine gestellt und mit modernster Technik ausgestattet. Die ersten Fahrzeugtypen wurden zertifiziert. Das, was vor 3 Jahren noch so fern erschienen ist, ist heute wirklich schon in die Praxis umgesetzt. Trotz all den Hindernissen und Schwierigkeiten, die vor dem Projekt erschienen sind, beziehungsweise gestellt wurden.
Wir haben einen Durchbruch in der Transportbranche geleistet und kommen nun langsam in die nächste Entwicklungsphase, Abwicklung von regionalen Projekten. Außerdem im Oktober, die Leitung der Unternehmensgruppe Skyway hat die Entscheidung getroffen, Token, also Kryptowährung, zu emittieren, mit dem Ziel, ein globales System der grünen Energiegewinnung und das umweltfreundliche Transportinfrastrukturkomplex Transnet zu errichten. Danke dir, Paul. Die Token werden in den Umlauf kommen, sobald auch die entsprechenden eigenen Blockchain-Plattformen in Betrieb geht. Diese wird als die Basis für Datenmanagement, Steuerung und Kalkulation innerhalb des globalen Energie- und Transportnetzes konzipiert. Die allseitige Entwicklung des Netzes von Transnet wird die Kapitalisation der Token garantieren und deren Inhaber werden von den Projekten, die mit der String-Technologie umgesetzt werden, Gewinne erwirtschaften können. November. Wie auch in den vergangenen Monaten, im November gab es viele Business-Treffen. Die Top-Manager von der Firma Dassault Systèmes, das ist genau dieses Unternehmen, was dieses integrale System Industrie 4.0 dann implementiert hat bei Skyway. Also die Top-Manager haben bei Skyway einen Besuch abgestattet. Im Rahmen des Business-Treffens wurde das Konzept der Technologien von Industrie 4.0 diskutiert, unter anderem in Bezug auf die Projekte im Nahen Osten. Das TV-Team von dem populären japanischen TV-Sender TV Tokyo Corporation besuchte Skyway. Das Ziel des Besuchs war ein detaillierter Bericht über die Skyway-Technologie, die sie zum ersten Mal bei der internationalen Transportmesse InnoTrans 2018 in Berlin kennengelernt haben. Auch Mitri Afanasyev, der Generaldirektor der unabhängigen Non-Profit-Organisation mit dem langen Namen Zentrale Informationszentrum der sozialverantwortlichen Organisationen ungewissenhafter Unternehmer aus Sankt Petersburg, hat bei Skyway einen Besuch abgestattet. Eine Delegation kam auch aus Brasilien. Anwesend waren unter anderem Vertreter der Regierung und der Business Community des Bundesstaates Paraná, wo gerade nach einer technischen Lösung für die Realisierung eines großen Infrastrukturprojektes gesucht wird. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Thema des Jahres, Bau des Innovationszentrums in Sharjah, Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, die Bauvorbereitungen haben schon im Frühling 2018 angefangen, genau wo in April, ja, nach dieser Future Cities Show 2018, was wir die zufällig da auch haben auf den Bildschirmen. Doch die feierliche Zeremonie des offiziellen Baubeginns, wo Anatoly Nitsky das Band durchgeschnitten hat, fand erst im September 2018 statt. Im Rahmen der Bauvorbereitung wurde das hochkomplexe Projekt des Innovationszentrums Skyway in der tropischen Ausführung ausgearbeitet. Die drei Testbahnen, Fracht- und Personenfahrzeuge, als auch die Komponenten der Infrastruktur der zweiten Ebene beinhaltet, also Stationen, Depots, Weichenanlagen, das intelligente System für Sicherheit, Steuerung, Stromversorgung und Kommunikation. Parallel dazu hat das Unternehmen eine Vielzahl an Abstimmungen und Genehmigungsprozessen mit der lokalen Regierung durchgegangen. Anfragen für die Fertigungs- und Montagearbeiten, für die Komponenten der Einrichtung und Sonderkonstruktion gestellt. Und zwar nicht nur in Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern überall auf der Welt. Die Zwischenstützen für die flexible Bahn werden zum Beispiel von der österreichischen Firma Welzer hergestellt und sollten schon in den nächsten Tagen auf der Baustelle eintreffen. Ja, das ist eben unser wichtigster Erfolg in den letzten Jahren. Der Innovationszentrum von Sharjah.
heißt SWIC, also Skyway Innovationszentrum. Es wird ein wissenschaftliches Fertigungscenter oder kurz Techno-Hub, wo Fracht- und Personentransportkomplexe von Skyway vorgestellt werden. Außerdem sind Tests und Zertifizierungen der neuen Transportmittel und Technologien, als auch Errichtung der eigenen Fertigung und diverse technische und wissenschaftliche Labors geplant. Der Unterschied von SWIC zu dem Ecotechnopark, weil viele meinen, ja, Skyway baut noch einen Ecotechnopark jetzt in den Emiraten. Was soll das? Also der Unterschied. Transportdienstleistung. In SWIC wird die komplette Transportdienstleistung präsentiert mit allen einschlägigen Elementen und nicht nur die Teststrecke, wie es im Ökotechnopark der Fall ist. Zweiter Unterschied, es geht ja hier um eine tropische Region. Die Errichtung von SWIC in der Hitze der arabischen Wüste hat den Zweck, die Skyway-Technologie in völlig anderen klimatischen Bedingungen zu demonstrieren. Dritter Unterschied, neue Module. Es wird ein erweiterter Fahrzeugpark vorgestellt mit neuen Modulen für den Stadt- und Frachtkomplex. Es geht also um Unicar T und Unicont, also dieses Modul, was die Seekontainer transportieren kann. Außerdem, Expertenakademie. Auf der Basis der amerikanischen Universität von Sharjah, die schon in der Nähe von Skyway Innovationszentrum vorhanden ist, wird eine Akademie erschaffen, in der die Experten des Transports der Zukunft ausgebildet werden. Ja, ausgehend aus diesen Ereignissen hat die Leitung der Unternehmensgruppe den Wechsel auf die 13. Etappe angekündigt, der am 26.12.2018 auch stattgefunden hat. Der Übergang auf die nächste Entwicklungsetappe war dank den vielen Erfolgen ermöglicht. Denn wir haben in den letzten Monaten viele Erfolge zu verzeichnen. In erster Linie war es das Erreichen der nächsten Stufe der Zusammenarbeit mit den Vertretern der Business Community in den und der Regierung der Vereinigten Arabischen Emiraten. Für die 13. Etappe ist die Erweiterung der Tätigkeit des Projekts im Ausland und die Weiterentwicklung des Transportinformationstechnologien geplant. Dezember. Ja, kann ich hier. Schau mal, ob es richtig ist, wann das hochgeladen wurde. So, Dezember. Scheich Hamadan bin Mohammed Al Maktoum, der Kronprinz von Dubai, machte sich während seiner Visite in den Straßen- und Transportverwaltung von Dubai mit der Skyway-Technologie vertraut, wo der Leiter dieser Behörde, Matar Al-Tayer, ihm über die Vorteile der Skyway-Technologie berichtet hat. Wie Matar Al-Tayer angemerkt hat, wird Skyway rund 100-mal weniger Land verbrauchen als alle anderen bekannten Transportlösungen mit der vergleichbaren Transportkapazität. Gleichzeitig sind die Module von Skyway 5-mal effizienter als Elektromobile und benötigen 10-mal weniger Infrastruktur als traditionelle Systeme des öffentlichen Verkehrs. Ja, dazu gibt es sogar einen Tweet von dem Kronprinzen, wo der sagt, ja, wir bauen, starten jetzt eine Transportrevolution. So sagt er einfach, ja, wir starten. Das ist schon eine Ansage. Außerdem im Dezember, Herrn Anatoly Junitki wurde slowakische internationale Friedenspreis verliehen. In Bratislava, Slowakei, hat also diese feierliche Verleihung stattgefunden. Falsche Datei. Okay. Nein, ich tue. Tu mal erstmal, wir versuchen doch vielleicht, dass wir die Nachrichten zumindest mit Bild anschauen. Ich
Entschuldige noch mich für eine halbe Minute. Du mal die Daten noch schnell übertragen. So. Okay. So, schauen wir nochmal. Jawohl. Ja, zu dem Slowakischen Internationalen Friedenspreis nochmal. Die Preisträger sind Menschen, die einen wesentlichen Beitrag in den Frieden auf der Erde geleistet haben, die Lebensbedingungen der Menschen verbessert, die Sicherheit mit gewaltfreien Methoden gewährleistet oder der allseitigen Entwicklung der Zivilisation beigetragen haben. In diesem Zusammenhang veröffentlichte das Unternehmen Skyway einige Interviews und das Manifest von dem Vater der Technologie, Anatoly Ilinsky. Ein Zitat aus seinem Interview ist: Wir müssen anfangen, mutig zu denken und Lösungen anwenden, die gestern noch unmöglich erschienen sind. Wenn für die Rettung des Planeten wir eine Alternative zu dem Auto mit Verbrennungsmotoren schaffen müssen, dann müssen wir es jetzt schon tun. Wenn für die Zukunft der Menschheit wir Industrie auf die erdnahe Umlaufbahn verlagern müssen, dann müssen die Entwicklungen in diese Richtung so schnell wie möglich anfangen. Ja. Allgemein kann ich sagen, Anatoly Junitski spricht sehr, sehr schöne Sprache. Und ich möchte jedem ans Herz legen, auch sein Manifest da durchzulesen. Ich habe den extra übersetzt, weil die offizielle Übersetzung ist etwas holperig. Ja, und ich hab jetzt hier auch einen Link gestellt, wo eine saubere Übersetzung von seinem Manifest auch angeschaut werden kann. Ich habe das gerade da in den Chat gesetzt. So. Jetzt kommen wir zu den News von den letzten 3 Wochen. Also, das erste News ist, arabische Medien berichten weiterhin über Skyway. Die arabischen Medien schreiben weiterhin über Skyway. Über das Projekt berichten Fach- und Unterhaltungsportale. Die einen sehen in Stringtransport eine Chance für die Lösung aktueller Infrastrukturprobleme, während die anderen eine Möglichkeit der Erschaffung einer neuen Touristenattraktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten. So berichtet Lovin Dubai, eine Webseite über Tourismus in Dubai, dass die Verwaltung von Transport- und Autostraßen ein neues Projekt angekündigt hat, die Skypods, Himmelsmodule. Jeder weiß, dass damit Skyway gemeint ist, welche in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine neue Handelsmarke bekommt. Unsere Module sieht man ja überall auf allen Bildern und Videos. Anschläge. Der Portal Love in Dubai schreibt über ästhetische Schönheit der Skyway-Modelle und über die Vorteile des Systems, als auch über die Tatsache, dass der Kronprinz von Dubai, Scheich Hamdan bin Mohammed, nach der detaillierten Analyse des Systems als die Zukunft der Mobilität bezeichnet hat. Ein anderer Portal, Construction Week, ein Portal für Bauwesen, beschreibt Skypods als die nächste Transportinnovation in Dubai. Ja, das muss man sich auch auf der Zunge zerlegen lassen. Sie sagen, das ist die nächste Transportinnovation in Dubai. Das ist nicht angedacht, sondern das ist. Ja. Und schreibt auch über die Vorteile der Technologie, wie hundertfache Landersparnis und fünffache Energieersparnis im Vergleich zu anderen Systemen. Und es wird wirklich als eine Tatsache und nicht etwa als ein Zitat aus Werbematerial von Skyway dargestellt. So, auch internationale Medien haben in den letzten 2 Wochen einige Artikel über Skyway gebracht, in demselben Zusammenhang natürlich. Ja. Der große weißrussische Internetplattform über Finanzen und Business, MyFinBay, hat einen Artikel über die Besonderheiten der
Personalaufbau bei Skyway berichtet. Weil das Problem bei Skyway ist, dass es keine Bildungseinrichtungen gibt in Weißrussland oder sonst wo auf der Welt, die für die ja, Spezialisten des Trainingsverkehrs ausbilden. Ja, deswegen muss der Großteil der Ausbildung schon innerhalb des Unternehmens erfolgen. Und die haben ein ganz bestimmtes Konzept entwickelt, wie die das machen. Ist ganz interessant. Außerdem, Komsomolskaja Pravda, das ist die größte russische Zeitung. Ja, hat auch einen Rückblick 2018 gemacht und da ist Skyway gleich dreimal erschienen in dem Rückblick der wichtigsten Ereignisse des Jahres. Einmal war das Ökofest, das andere war diese Industrie 4.0, weil das wirklich revolutionäre System ist, was die Arbeit in der Konstruktion vereinfacht. Und das dritte war der Unilot, also Hochgeschwindigkeitsmodul, welches auf der InnoTrans präsentiert wurde. Außerdem ein populärer Internetportal Hubble, welches über Raumfahrttechnik spricht, hat vor kurzem auch einen Bericht über Skyway gebracht, wo er es auch Vorteile der Technologie benennt. Oh, jetzt kommt's. Ja. Jetzt kommt's tatsächlich, ja. Also bei der Alexandra hat es viel schneller funktioniert. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Bald sehen wir ein Bildchen. Na wunderbar. Ach, ich habe mir so viel Mühe gemacht. Okay, klick mal. Alles durch. Schade. Ja, ich schicke das einfach auch als PDF, dass jeder Teilnehmer das auch hat, ne? Ja, das ist dieser 0. Kilometer, Delegationen, ja, Charger, Friedenspreis. So. Sind wir bei den News, internationale Medien, TV Tokio. Hat er mir das gedacht? So, ja, okay. Sprechen wir darüber. Also das Hightech-Land, Japan lernt Skyway in weiteren Details kennen. Ja, nachdem der TV oder das TV-Team dabei war, im November des Jahres 2018 im Ecotechno Park, ein Monat später hat es tatsächlich auch diesen Bericht im japanischen Fernsehen gebracht. Und zwar ist es ein sehr positiver Bericht. Der Reporter spricht sehr positiv über seine Erfahrung. Der hat ja auch eine Probefahrt gemacht und kommentiert die Fahrt als relativ schnell und leise. Dabei räumt er sehr große Zukunftschancen dem Unternehmen ein. Naja. So, Nachricht war, das hat man benannt, das baltische Tempo. So heißt dieser Artikel, der Ende Dezember erschienen ist, mit einem Schimmer der Anspielung darauf, dass ja, böse Zungen den Menschen aus den baltischen Ländern eine gewisse Denkträgheit zuschreiben. Der Artikel berichtet darüber, dass Litauen vor einer großen Herausforderung steht. Im Rahmen des europäischen Energie- und Klimapolitikprogramms Agenda 2030 die Emissionen in der Atmosphäre bis 2030 um 9% zu reduzieren. Die Herausforderung besteht darin, dass zurzeit die Emissionen noch relativ stark steigen. Und innerhalb von rund einem Jahrzehnt sollen sie nicht nur zur Stagnation kommen, sondern auch noch zurückgehen. Im Falle der Nichterfüllung der Forderung muss das Land eine Strafe von 250 Millionen Euro zahlen. Zahlreiche Debatten in dem Land haben Konzepte wie Ausbau des Straßenbahnnetzes in den Städten in Verbindung mit der Massennutzung von Tretrollern, Carsharing, Optimierung der Ampelanlagen sowie weitere Lösungen gebracht, die große Investitionen in der Kürze der Zeit und auch breite gesellschaftliche Akzeptanz erfordern und dabei eher moderate Wirkung versprechen.
In diesem Zusammenhang bringt der Artikel einen Rückblick in das Jahr 2014, als Anatolij Junicki gerade in Litauen angefangen hat, den ersten Ökotechnopark aufzubauen und kurz danach als vermeintlicher Spion aus dem Land vertrieben worden ist. Jetzt steht das Land nicht nur vor einer Gefahr der Strafe seitens der EU, sondern auch vor einem Schadensentschädigungsanspruch seitens Anatolij Junicki in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Das Ganze konnte so einfach vermieden werden können mit der Skyway-Technologie, die für das Land nun wohl für längere Zeit nicht zugänglich sein wird. So. Außerdem hat man einen Bericht über die Radmotoren von Skyway gebracht. Ja, die Unternehmensgruppe Skyway veröffentlicht das Interview mit dem Leiter der Entwicklungsabteilung für Radmotoren. Dabei werden einige Einzelheiten enthüllt, warum gerade Synchronmotoren als eigene Herstellung zum Einsatz kommen. Der Grund dafür ist, dass Synchronmotoren einen höheren Wirkungsgrad besitzen, einfacher und präziser steuerbar sind und dabei größere Leistungsdichte haben. Leistungsdichte heißt einfach, wie viel Kilowatt kann so ein Motor bringen im Vergleich zu seinem Gewicht. Ja? Je mehr Leistung, je weniger Gewicht, desto höher die Leistungsdichte. Ja, und diese Synchronmotoren haben eben die bessere Leistungsdichte als Asynchronmotoren. Die eigene Herstellung bietet die Möglichkeit, den Motor genau an die Anforderungen von Skyway anzupassen, ohne unnötige Masse zu verbauen. Die Eigenfertigung bringt bei großen Massen auch finanzielle und Zeitvorteile, als auch eine Unabhängigkeit von den Unterlieferanten mit sich. In der Abteilung Radmotoren arbeiten zurzeit 26 Fachexperten. Es wurden bereits Motoren mit 10, 20, 28, 35 und 60 Kilowatt entwickelt, die in den unterschiedlichen Fahrzeugtypen von Skyway zum Einsatz kommen sollen. Image Mimicry, so heißt einer der Artikel, der in den letzten Tagen erschienen ist und darüber berichtet, dass einige ehemalige Kollegen nun versuchen, mit Hilfe ihrer Bekanntheit in den Skyway-Kreisen eigene Geschäfte aufzubauen. Und das, ja, und dabei machen sie den Anschein, dass diese Projekte irgendwie in Verbindung mit Skyway stehen. Diese Menschen sind gut innerhalb von Skyway vernetzt und deswegen besteht die Gefahr, dass diese Kontakte nun für andere Projekte, die in Wirklichkeit mit Skyway nichts zu tun haben, missbraucht werden. Ja, deswegen gibt es zurzeit so ein bisschen Aufregung um das Thema herum. Ich hoffe, das legt sich auch schnell wieder und ich möchte auch da an alle Partner appellieren, nur offiziellen Infokanälen von Skyway ihren Glauben zu schenken. Die gute Nachricht dabei ist, wir werden von den anderen Investitionsprojekten als erfolgreich und daher als nachahmenswert eingestuft. So, das war schon von meiner Seite. Und wenn da noch Fragen sind, nochmal, tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, aber das war anscheinend tatsächlich ein technischer Fehler mit der Präsentation, also mit den Bildern, weil Alexander hat es in Minutenschnelle funktioniert. Ja, also wie gesagt, ich werde allen Beteiligten, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich werde also die PDF zur Verfügung stellen. Und falls da noch Fragen sind, dann bin ich gerne bereit, die zu beantworten. Man kann die Fragen einfach in den Chat stellen. Diesmal habe ich den auch eingeschaltet. Ja, von dem Projekt San Bernardino hört man wenig. Ich glaube, das war irgendwie so ein Missverständnis, weil ich habe mit dem
Leiter der lokalen Projekte, Kirill Badulin, persönlich gesprochen darüber und der hat gesagt, ich weiß nichts davon, da müssen Sie die Skyway Capital Leute fragen. Aber der ist ja der Techniker. Skyway Capital sind eigentlich nur die Geldeintreiber, sagen wir so. Und deswegen müssen wir abwarten. Was sie da überhaupt unterschrieben haben, wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, was sie da unterschrieben haben, aber wenn das Unternehmen Skyway Technologies CO nicht weiß, dann ist wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen das mit dem Projekt. So. Okay, Elektroauto für Menschen mit Gehbehinderungen, sage ich mal schnell. So, da ist das Auto. So sieht es aus von der Seite und von vorne, von allen Seiten. Das war eine Fachmesse, also für Menschen mit Behinderungen. Ja, das Auto kann man quer parken, ja, so dass man direkt auf den Gehsteig rausrollen kann. Und dieses Auto, das bringt einfach riesige Möglichkeiten für die Rollstuhlfahrer. Die können jetzt wirklich anfangen zu arbeiten, als zum Beispiel als ja, Pizzafahrer und so, na, weil das wird plötzlich sehr einfach, die Mobilität für diese Leute. So. Okay, PDF kann man Chat bereitstellen. Ja, das mit dem offenen Brief von Elon Musk, das hatten wir ja schon vor 3 Wochen schon mal besprochen. Aber das PDF, ich glaube, man kann das hier, sieht man das jetzt? Ich habe das für alle offen jetzt gemacht, dieses PDF. Sieht man das? Siehst du das? Achso, du weißt es nicht. Ich werde es machen. So. Die Brigitte schreibt, ich bin nicht bei Skype und hätte die Präsentation auch gerne. Sieht man jetzt die Präsentation nicht? Das heißt Webinar 10.01.19 neu. Ich habe jetzt für alle. Ja, das. Achso, du machst es schon. Okay, da macht schon Alexandra. Ja, wann kommt Unimobil auf den Markt? Also das erste ist fertiggestellt, aber natürlich nicht in der Ferien. Man muss also um das zu Serienreife zu bringen, muss noch einige Arbeit gemacht werden. Die Arbeit wird bestimmt auch im Hintergrund gemacht, aber man muss wirklich einen Kooperationspartner finden, der auch mitmacht. Ne? Also wir können jetzt die Mittel, die für die Skyway Technologien gesammelt werden, nicht also im großen Stil in diese Richtung lenken. Aber von meinem Gefühl, in 1 bis 2 Jahren wird das schon in Serie gebaut. Weil dann hat das Unternehmen auch genug Geld dazu. Und das mit Kosten, weiß ich nicht. Könnte man auch direkt erfragen bei Skyway. Übrigens bei der Seite rswsystem.com, da ist Unimobil gleich oben diese obersten Leiste. Da kann man draufklicken, bekommt man bestimmt auch Informationen oder kann man Fragen stellen. So. So, Arno sieht schon. Ja, Token und ICO. Ja, die Token und ICO-Geschichte war ja so, das hat man ja sehr gepusht von der Seite Skyway Capital. Ja, man hatte ja auch noch diese Webseite gemacht, die eigentlich gar nicht ausgereicht war, aber man wollte was auf die Schnelle machen und dann hat das Kernunternehmen die Sache
an sich genommen. Und die machen das jetzt detailliert und ordentlich. Und wann das wirklich soweit wird, weiß ich nicht. Aber also erst einmal muss ja White Paper veröffentlicht werden und da bekommen wir Informationen. Es gibt noch keine genauen Informationen. So, sieht man also jetzt die Präsentation? Okay. Ja, jemand hat geschrieben, dass man sieht. Okay. Noch weitere Fragen? Wie oft in der Woche habe ich vor Präsentation? Also ich werde alle 2 Wochen eine Präsentation halten. Je nach Bedarf kann ich eine Präsentation, also detaillierte Präsentation zu der Technik machen oder News oder wir werden das irgendwie vielleicht abwechselnd gestalten. Mal schauen, wie der Bedarf ist. Ja, Paul hat einen Link gepostet zu dem Unimobil. Wer da die Fragen gehabt hat, kann den Link folgen. Danke, Paul. Ja, wegen den PDFs, das wird die Alexandra Galevich machen. Das hast du deine E-Mail reingestellt, ja? Ja, die hat ihre E-Mail schon reingestellt, da kann man kurz Notiz schreiben und da schickt sie die Präsentation zurück. Dann da ist nochmal ihre E-Mail-Adresse. Die Frage, wissen Sie etwas von einer Skyway-Maschine, die Abfall verwertet zu Energie, Gas, Gasolein? Ist eine Information von eines Investors bzw. Führungskraft mit Bericht aus Dubai? Charger. Also ich habe nichts davon gehört. Anatoly Junitsky hat auch nie was davon erzählt. Also normalerweise erzählt er schon was er macht. Also der macht ja auch diese Humusgeschichten und Agrargeschichten. Aber mit Abfallverwertung hat er nie was gesagt. Also ich glaube nicht, dass das wirklich wahr ist. Ja, danke an alle, die sich bedanken. Ich habe mir wirklich Mühe gemacht und finde es sehr schade, dass es nicht ganz geklappt wird, aber ich werde mir noch mehr Mühe machen. Die nächsten Male wird schon wieder. Ja, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit diesem Mirapolis-Raum, aber wird schon irgendwie. So. Ich glaube, da sind keine weiteren Fragen mehr. Ja, diese Webinar wird ja nochmal in YouTube gepostet und man kann das vielleicht mit der Präsentation zusammen anschauen, dann versteht man es vielleicht ein bisschen mehr.
Okay, ich glaube, keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.